Ich denke, das Das ist ja jetzt an der Stelle kostet. auch wichtig und richtig zu sagen, dass es diese ganzen Mittelchen überhaupt nicht braucht, um an diese Zustände hinzukommen. Es vereinfacht es einfach nur, aber das ist nicht unmittelbar miteinander zusammenhängend, sondern in diese Sphären kann man auch ganz natürlich hineinkommen, Es nur viel hilft aber dabei, die fordernder. Scheuklappen abzunehmen. Sagen wir mal so. Das auf jeden Fall. Von dem wir auch zu Anfang sprachen bei manchen. Ja. Ja. Das macht es dann zwangsläufig, denke ich. Ja. Es ist dann, man muss das einfach wissen, dass es dann wie eine Achterbahnfahrt ist, ne? Du kannst in der Achterbahnfahrt nicht aussteigen, mittendrin. Wenn du merkst, wird mir zu krass. So, ne? Dann du musst schon bis zum Ende fahren. Ja. Aber. Ja. Aber dann auch ins Vertrauen kommen und wissen, die Bahn kommt am Ende an, die wurde Ja, von guten klar. Händen errichtet und das ist jetzt eine Ja. heftige Fahrt, aber ich werde schon hier meinen Ja. Spaß haben, wenn ich mich drauf einlasse. Das ist so. Ja, den einen oder anderen haben wir auch mal erlebt, der eine Art Exorzismus dann durchgemacht hat. Also es war auch schon spannend zu beobachten, aber ich denke, wir sind auch ein Umfeld, was sowas verarbeiten kann, ja. Was raus Halten muss, muss raus, kann, ne? ja. Ja. Ja, und was sich zeigt, so, es ist ja, also ich habe sowas auch schon gesehen, dass so gewisse Schleifen auch auftreten und du merkst, das wirkt irgendwie wie so eine Anhaftung oder irgendwie sowas, ne? Und das ist einfach in erster Linie erstmal eine Info, ah, da ist irgendwas, so, ne? Vielleicht in gewisser Form auch etwas, was nicht wirklich zu dir gehört, was du mitgeschleppt hast von irgendwoher und ja. Aufgedrückt bekommen hast irgendwo. Ja, irgendwie sowas. Oder vielleicht dir auch extra mitgenommen hast, um einen Haufen Karma zu bewältigen. Das ist auch Ja, eine Option. ja. Ja. Oder was auch dir mitgegeben wurde, um erstmal diesen Entwicklungsprozess auszulösen, den du brauchst, um zu erkennen, wer du bist. Ja, und es gibt eine Kraft, ich weiß nicht, warum die so präsent ist gerade. Vielleicht will mir das auch irgendwas sagen, aber ich hab's einmal gelesen und wusste nicht, was es ist. Und seitdem sehe ich das überall. Das ist dieser Krankheitsgewinn. Das ist eine ganz krasse Sache. Das ist irgendwie halt eine Entität, die einen positiven Nutzen daraus zieht, dass ich eine Krankheitsgeschichte habe. So eine quasi Komfortzone, die sich ergibt durch meine Leidensgeschichte. Und die aufzugeben für manche gar nicht so leicht ist und die auch einen eigenen Willen hat. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sich einfach solche Anteile dann zeigen und offenbaren und sich personifizieren oder irgendwie sowas. Ich Keine Ahnung. denke auch, du als Mensch oder Individuum bist je nach Stimmung für unterschiedliche Energien angreifbar oder Ja, klar. anfassbar. Wenn du in deiner Fröhlichkeit hochschwingst und da so bist halt, dann kommt das eher schwieriger an dich rein. Wenn du aber eher in deinen schlechten Gefühlen drin bist und alles negativ siehst, dann versprühst du irgendwo eine Energie, die anzapfbar ist. So habe ich zumindest das Gefühl. Und wenn ich in meiner Freude drin bin, dann habe ich das Gefühl, das ist nur für mich. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, konnte ich auch sehen. Also das ist schwierig, weil man will ja nicht zu sehr in diesen dualen Bewertungskram gut und böse mit einsteigen, aber es ist schon so, dass angenehme Schwingungen, sage ich mal, auch mehr angenehme Schwingungen erzeugen um dich herum irgendwie. Also wenn du easy drauf bist, reagiert dein Umfeld auch weitaus gelassener auf dich, als wenn du verkrampft und aggro unterwegs bist. Und das sind dann so Feedback-Wege, die Ich sich. geh das experimentell immer auf den Grund, ne? Ich meine, du hast mich ja gesehen, wie ich auf dem Summer Jam so gewirkt habe als Mensch. Und genau so bin ich auch einen Monat vorher zum Rock am Ring gegangen, ne? Wo ein etwas düsteres Publikum da um einen herum ist. Und ey, was ich da bewirkt habe, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ich bin mit Badehose, bunte Klamotten und ich habe locker 20 Leute random kamen auf mich zu und wollten eine Umarmung von mir haben. Ich sage, ja klar.
Ja, voll schön. Aber das sind ja, also ich war bei Rock am Ring auch schon und eine Zeit lang in dieser Hardrock-Metal-Szene unterwegs und das sind ja größtenteils ganz, ganz liebe Menschen, auch wenn die nach außen hin ein bisschen ja, Die sind in gefährlich ihrem Ego-Ding aussehen. drin. Die sind ein bisschen vampirmäßig. Die können auch nicht viel Sonnenlicht vertragen und so. Ja, Aber manche stimmt schon. gehen dann voll in sich hinein und können dann auch nur oberflächlich sich mit ihrem Umfeld austauschen. Hast du sie so erlebt da, die Szene oder was? Oder? Nach ein paar Nachbarn von uns, die habe ich gar nicht gesehen. Die haben immer so einen dunklen Pavillon gehabt. Und dann, ah, Sonne, Ich wow. sag mal, Szene würde ich es gar nicht nennen. Das ist ja schon wirklich ein großer Teil der Popkultur. Rock am Ring ist ja Ja, Rock mittlerweile am Ring eine ist klar. Kunden, ja. Wenn du 84 guckst, da war Huey Lewis and the News waren da. Das waren die Nummer 1 der Charts. So. Das ist schon sehr poppig. Coldplay habe ich auch da gesehen. Und ja, es gibt diese Gothic-Szene, ne? Und es gibt auch die Hardrock-Metal-Moshpit-Szene. Und ich habe eigentlich sehr gute Erinnerungen an, also wo ich auch Freunde da hatte. Das waren, wir waren traurig damals. Wir waren traurig und wütend. So, und aber eigentlich harmlos. Und das dann wiederum irgendwie versuchen in Freude zu verwandeln, dann kann ich das schon verstehen. Ja, die Musik kanalisiert einfach deine Wut. Und die muss irgendwo raus. Und ich hatte es letztens jetzt hier noch irgendwie. Boah, ich habe mich so aufgeregt, ne? Und ich wusste schon, ah, ich tue meinem Körper hier eigentlich gerade nichts Gutes, aber ich fühle diese Wut gerade und die musste auch raus. Also habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Meine Frau konnte auch spielerisch damit umgehen, war nicht triggergefährdet in dem Moment und ja, es war in Ordnung. Ein Teil von mir konnte sich selbst dabei zusehen, kontrolliert diese Wut abzulassen, so und sich jetzt mal ein bisschen abzufacken. Ja, sehr gut. Und wenn sie aufkommt, dann auch voll reingehen und diese Emotion dann auch voll erleben in dem Moment, ne, wo sie Ja, stattfindet. Und dann kann sie klar. auch ihren Raum finden, gerade wenn keine Trigger oder irgendwie Umfeld ist, wo jetzt irgendwie was passieren könnte, sag ich mal. Ja. Ne, dann ist das auch super auch. Dann wieder, da ist wieder der gleiche Punkt, in das richtige Umfeld, dass solche Situationen auffangen kann und man daraus dann auch wieder mit der Emotion besser umgehen kann, vielleicht in Zukunft. Ne? Voll. Wenn du Das es ist. dann auch noch schaffst, die Metaperspektive einzunehmen und dich von oben zu betrachten dabei, perfekt. Genau. Und da hängt ganz viel wirklich am Umfeld. Also da bin ich auch meiner Freundin dankbar. Also jedes Mal, wenn so eine Situation ist, wo wir genau wissen, wo früher wären wir vielleicht drauf angesprungen und in irgendeinen komischen Film gegangen und irgendwelche Emotionskicks wären wieder abgegangen und irgendwelche Erinnerungsflashes an irgendwelche Kindheitstraumata oder so hätten sich wieder ausgelebt. Wie du gerade beschrieben hast, diese Beobachterperspektive auch in einem gewissen Maße noch mit einzuhalten und dann sich dabei zu beobachten und eben nicht in diesen Trigger reinzugehen, nicht in diese Emotion zu verfallen. Und oder auch wenn, dass dann zumindest das Gegenüber diese Situation bei dir erkennt und den Trigger rausnimmt und man dann, oder wenn es Ja. gar nicht geht, sagen kann, okay, das bringt jetzt gerade nichts, lass da morgen nochmal drüber sprechen oder in der Stunde oder je nachdem. Ich Wenn man merke, da das sind wieder. auch so Ja. Stufen. Es ist nicht so, du hast eine Erkenntnis und dann auf einmal funktionierst du ganz Nee, anders, nee. sondern jetzt gerade merke ich schon so, okay, wenn ich in so einer Situation bin, ich raste quasi nur noch auf Sparflamme dann aus und so ein bisschen halbherzig. So, eigentlich gibt es einen Teil in mir drin, der schon denkt so, ach, du weißt, es bringt nichts und so, ne? Aber es muss dann doch irgendwie raus und ja, vielleicht, wenn ich mehr Sport machen würde oder noch andere Kanäle irgendwie dazu nehmen würde, vielleicht wäre ich dann noch ausgeglichener und würde mich in der Situation gar nicht mehr aufregen. I don't know. Es könnte gut sein. Ich denke, das ist auch voll menschlich und das kennen wir alle, dass wir irgendwo uns manchmal in Situationen verfangen fühlen, wo wir ja einfach handeln müssen und erstmal gar nicht so rauskommen. Da ist die ständige Vergegenwärtigung, die wir wahrscheinlich haben, sehr hilfreich, um das alles immer vernünftig einordnen zu können. Voll. Und auch das Thema Kind ist auch voll der Faktor. Weil die, also entweder ziehst du die runter oder du lässt dich von denen halt so ein bisschen mit in ihre Welt nehmen, so. Und das ist auch ein Riesen, wie soll ich sagen? Ja, ein Riesengewinn, wenn man sich so ein bisschen da mit auch in deren Space einlässt und denen auch ihren Raum lässt.
Also Ja, finde bei ich auch. mir in der Familie ist das kritisch. Wir haben auch ein kleines Kind, was stattfindet halt. Und ich habe das Gefühl, die zehren alle von der Energie dieses kleinen Kindes, weil das noch so unverfangen fröhlich ist. Ziehen die sich da Glücksgefühle raus. Und das finde ich auch gut, weil die dadurch fröhlich sind. Ich wiederum aber gehe nicht da in die Erwachsenenrolle bei Kindern hinein, sondern ich bin immer direkt auf Augenhöhe mit Kindern und kann da genauso viel rausziehen. Und finde dann es dementsprechend irgendwo kritisch, wenn das so von oben herab energieaussaugend passiert. Ja, ist nicht cool. Also klar, Kinder, für mich sind die einfach, also ich kann, wenn ein Kind sagt, nein, ich will nicht, so, okay, die sind gute Verhandlungspartner, so, ne? Die ziehen auch ihre Strippen bei den Erwachsenen und fordern uns heraus und brauchen Grenzen und so, das ist alles cool. Aber wenn ein Kind, und du spürst das, wenn es wirklich Herzeleid ist so und es sagt, ich will nicht, ich kann sie, ich zwinge sie zu gar nichts, ich will sie einfach da nicht brechen, so. Und wenn es dann wirklich mal sowas ist, was wirklich nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders, aber nicht nur, weil ich was anderes will als sie, wenn es jetzt wirklich nicht sein muss und ich einfach nur dann denke, ja gut, dann finden wir eine Lösung für uns alle, dass sie irgendwie gleichberechtigt sind, dass sie auch Mitspracherecht haben bei Sachen und Entscheidungen. Das finde ich total wichtig. Weil, was willst du jemanden haben, der ständig alles mitmacht, der dich nie in Frage stellt, der nie einen eigenen, der sich gar nicht mehr traut, seinen eigenen Willen, seinen eigenen Hut mit in den Ring zu werfen? Auf keinen Fall. Nee. Nee, vom Pyramide hin zum Kreis darf es gern mal gehen, ja. Voll. Voll. Wir sind da sehr verhandlungsbereit und es mit und bei unserer Tochter und es ist so, dass schon unsere Eltern dann auch denken so, hä, die verarscht euch doch und wir sagen so, nee. Wenn sie uns an der Nase herumführt, dann kriegen wir das mit und dann handeln wir dann auch entsprechend. Aber Ja. wenn sie wirklich es Und geht, manchmal geht es nicht ums Prinzip. So, manchmal geht es um Empathie. So. wenn sie es auch so gut macht, dann muss es ja auch irgendwo gegönnt sein, ne? Ja, Ja, so. und man bekommt ja auch dann irgendwann ein Gefühl dafür, ne, dass wenn die Kinder dann wirklich trotzig sind und irgendwas auf irgendwas beharren und dann, okay, dann geht man einfach mal voll drauf ein und dann machen wir das mal, wie du sagst. Und Ja, dann machen wir klar. das mal und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt und dann, ach Scheiße, ja, Jetzt stehen wir ich habe da. dir doch vorher was gesagt, oder? Haben wir jetzt Ja. gemacht, wie du gesagt hast und daraus kommt ja auch ein Lernprozess zustande, ne? Voll. Heute noch gehabt, die Situation, ja. Ja. Letztes Wochenende auch. Ja. Man setzt auch so viele Sachen voraus. Ach, wenn du das und das, dann das und das. Ja, wissen Sie es viel? Sie muss es einmal erfahren. Das wird mir auch so oft bewusst, oftmals, wenn ich mit meinem Sohn spreche, so, ey, du weißt ja, in dem Alter, wenn dir das noch keiner erklärt hat, weißt du das ja einfach Ja, nicht. Es ist ja klar. außerhalb deines Vorstellungsbereiches, ne? Und das dann Ja. einfach diese Sachverhalt einmal ganz klar darzustellen, so und so und so und so sieht die Lage aus. Ja. Ne? Und spätestens so ab Grundschulalter kann man ja auch langsam von den Kindern erwarten, dass sie bestimmte Prozesse auch nachvollziehen können. Und das tun sie auch, auch wenn sie es manchmal nicht nach außen so darstellen wollen, dass sie es verstehen schon, aus eigenem Interesse. Ja. Aber da kann man damit arbeiten. Und ich denke mal, wenn man da wirklich auch mit Empathie dran geht, wie du gerade beschrieben hast, dann ist das auch der richtige Weg eben. Ne? Und vor allem, man kann die Kinder ja auch nicht, wie jetzt dieser schöne Spruch so, es ist ja, man kann nicht an einem Grashalm ziehen und dann erwarten, dass er schneller wächst. Ne? Du kannst ihn nur dabei pflegen und hegen und gucken, dass die richtigen Bedingungen bestehen, ja, dass die Sonne schön drauf scheint und Wasser da ist, wenn es gebraucht wird. Die Ja. Rahmenbedingungen stimmen, ja. Ja, voll. Ja, ihr beide könnt euch da schon auch glücklich schätzen, Nachwuchs auch schon gezeugt zu haben. Mir ist das noch nicht vergönnt, aber ich kann mir schon vorstellen, was das einem auch gibt. Und ja, gerade auch so Kinder wie dann von euch oder von anderen Freigeistern auch, das sind dann auch jetzt schon, bin ich mir da sicher, spezielle Menschen, weil wenn die sich so ein Umfeld zum Aufwachsen aussuchen, dann freue ich mich jetzt schon drauf, was das für Erwachsene werden. Ja, ich bin sehr gespannt. Sie ist auf jeden Fall sehr speziell. Ja. Das ist auch so ein Punkt dieses kindischen Bewusstseins, einfach unvoreingenommen, ohne Erwartungshaltung.
ne, das wieder auch einnehmen zu können für uns jetzt in einem gewissen Maße. Das ist sehr wichtig. Weißt du denn, woran das liegt auch? Das habe ich jetzt herausgefunden. An dein Erinnerungsvermögen an deine Kindheit. Je weniger du ausgeblendet hast daraus, umso präsenter ist dir das auch noch im Erwachsenenleben. Deswegen müssen Stimmt. wir aufpassen, wie sehr wir unsere Kinder in Mitleidenschaft ziehen. Dass sie nicht so viel Grund haben, Sachen auszublenden, ne? Genau. Ja. Ja. Ich meine, negative Erfahrungen muss jeder machen und da kann man auch keinen von freisprechen. Und ne, da ist man auch manchmal halt eben auch so Gehört eine dazu. Projektionsfläche für diese Erfahrung, aber trotzdem, dass auch da auch wieder das richtige Umfeld da bieten, um diese Erfahrung in einen guten Rahmen meistern und umsetzen zu können. Ich habe auf jeden Fall bemerkt auch, dass ich erstaunlich viele Erinnerungen noch aus meiner frühesten Kindheit auch habe, also 1, 2 Jahre auch und so Geschichten. Und dass mich daran erinnern kann, ist der Grund dafür, dass ich mein inneres Kind nie verloren habe. Also das bedingt sich. Ja, ich habe einige innere Kinder aus verschiedenen Stadien schon kennenlernen dürfen. Und ja, muss ich sagen, habe ich noch wahrscheinlich einiges zu entdecken und in den Kreis mit aufzunehmen, weil ich mich an sehr viele Dinge nicht erinnern kann. Und mich schon manchmal frage, ey, was war denn da so? Ne? Warum weiß ich Komisch. das nicht mehr vor allem? Naja, Was hat mein genau. Unterbewusstsein für einen Grund, mir diese Erinnerung vorzuenthalten? Ja. Oder warum reagiere ich bei gewissen Themen emotionaler als bei anderen Themen? Genau. Und Noch nicht mal dieses emotionale Reagieren. Bei mir ist es auch aufgefallen, oftmals, wenn ich nur von irgendwelchen ganz banalen Alltagssituationen gesprochen habe, dass bei manchen Worten oder manchen Themen ich mich unbehaglich gefühlt habe, ohne zu wissen, warum und was dahinter steckte, aber dann dem auch mal auf den Grund zu gehen und dann merkt man, oha, da steckt ja ein gewisses Ereignis irgendwie hinter, was ich komplett ausgeblendet hatte. Und wenn ja. das dann auch aufgelöst, besprochen und ins Jetzt versetzt, nochmal emotional neu betrachtet wird und dann auch relativiert werden kann mit dem jetzigen Bewusstsein, dann ist dieses Thema, auch wenn man später über diese Themen dann spricht, nicht mehr so in diesem emotionalen Körper drin, dass man sich unbehaglich fühlt aus dem Untergrund heraus. Ne? Ich glaube, du nickst schon. Ich Ja. glaube, du weißt, was ich meine. Ja, voll. Ja. Und das sind ja auch so Trigger, die einem zeigen oder vom Universum gezeigt werden, wo man halt noch eine kleine Baustelle vielleicht zu bearbeiten hat. Ne? Klar, total, wo man besser noch mal hinguckt, ja, bevor man sich da richtig stößt irgendwie, ne? Und Das ist schon super spannend. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Sorry, kurz, der Hirneise meinte, glaube ich, beim Gespräch, was ich zuletzt gesehen habe, so, dass viele Menschen gar nicht merken würden, wie ausgebrannt sie wären. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen gar nicht merken, was eigentlich in ihnen steckt und was sie alles in sich finden könnten, wenn sie mal nach innen gucken würden und nicht nur nach außen. So, das ist so Ja. krass. Und nicht immer nur ihre vermeintlichen schwächsten Anteile mit den vermeintlich stärksten Anteilen im Außen vergleicht, sondern einfach Ja. ohne dieses Bewertungsmodell im Kopf frei an alles, was herangeht und einfach machen, ne? Einfach sein. Und auch spannend, dass egal welchen Reifestadium des Bewusstseins du als Individuum erreicht hast, also kann jetzt jeder für sich selber auch mal überlegen, man hat jederzeit das gleiche Ich-Gefühl, egal wie, an welchem Punkt der Reise du gerade bist. Das heißt, dein kindliches Verständnis ist genauso du wie dein erwachsenes Verständnis. Ja. Naja, es ist ja tatsächlich so, dass es, wenn du als Kind auf die Welt kommst, ist deine Person ja noch gar nicht ausgebildet. Also du bist ja auf der Ebene noch relativ unbespielt. Und das alles, was sich da ansammelt, so diesen ganzen, ja, für viele Menschen auch die Last dieser Geschichte irgendwie dann auch mal hinter sich lassen zu können, ist auf jeden Fall ein Faktor, der jung hält, sowohl äußerlich als auch innerlich und es dir viel leichter macht, auch mit, ja, jüngeren Wesen und Menschen in einem, ja, wie soll man sagen, Kontakt auf Augenhöhe zu sein. Ich finde es immer super schön, auch schon vorher,
Also bevor meine Tochter auf die Welt gekommen ist, wenn ich irgendwie unterwegs war auf Reisen und wir sind irgendwelchen Familien begegnet oder so, ich habe mit den Kids immer gelabert und viel Zeit mit denen verbracht und unterhalten. Auch wenn ich deren Sprache oft nicht verstanden habe irgendwie, sondern es war eine viel spannendere Welt teilweise als die immer gleich belastenden Gespräche der Erwachsenen irgendwie so, ne? Ist Das fand interessant ich zu sehen, womit sich so ein junges Bewusstsein beschäftigt, im voll, Inneren, ne? Ja. mega. Und was da alles passiert und was für Ideen und Kreativität die dann auch haben, das ist einfach geil. Und dieser Prozess des der Selbstfindung und des Ich-Werdens, den jedes Kind da so ja durchmacht, der ist ja auch nicht nur einseitig dann zu betrachten, weil klar, du hast dich dann irgendwo selber definiert und dich kennengelernt. Dann ist aber auch immer noch mit ausschlaggebend, wie du von den anderen gesehen wirst. Das heißt, das, wie du dich siehst und das, wie andere dich sehen, da in der Mitte ist dann irgendwo das, was du bist. Auch so ein wichtiger Punkt. Das ist mir auch mal irgendwann, auch so ungefähr ganz zu Anfang, hatte ich doch diese Erfahrung erzählt mit der Selbstsicherheit und denen, die so auftreten. Und auch so ein Punkt, da habe ich mir mal drüber Gedanken gemacht, als Kind schon. Wenn ich nur das in Betracht ziehe oder nur das auswerte, was ich wirklich nach außen trage und sage und wie ich mich verhalte und das, was in meinem Inneren abgeht, kann eigentlich niemand, der mich von außen so einfach nur anguckt, nur im Ansatz erahnen, was in mir steckt. Und das habe ich dann auch natürlich nach außen gedreht, ne? Und dann mir überlegt, so was bei den anderen Menschen wohl überall noch so drin schlummert und die gar nicht wissen, wie die sich verhalten, weil ich mich auch gerade als Kind, so war ich mega schüchtern und mega zurückhaltend, konnte nicht vor der Klasse sprechen und was weiß ich alles, ne? Und solche Sachen, die man dann bei sich selber erst feststellt und dann auch wirklich diese große Differenz, denn das nach außen tragen können, dürfen es und wollen es auch, ne? Und von dem, was da drin vorgeht. Und ja, ich glaube, darum geht es auch gerade bei den Kindern jetzt, das zu fördern, dass sie sich trauen, einfach das nach außen zu tragen, ne? Weil oftmals ist es auch durch diese Mikrotraumatisierungen im Alltag, im Umfeld, in der Normopathie, in der Gleichschaltungsstrukturierung da vorgenommen wird, dass wir das irgendwie aushebeln können und da trotzdem einen Raum bieten. Und wenn man halt nur privat mit den Kindern im Umfeld spricht, ne, worüber denkst du denn? Oder was träumst du? Ich frage oft auch gerne meinen Sohn, so was hast du denn geträumt letzte Nacht, ne? Wie viele Eltern sprechen mit ihren Kindern immer Träume? Ich hätte mich als Kind als mir als Kind gewünscht, dass jemand immer meine Träume mal spricht, weil da so viel freaky Scheiß abgegangen ist, so, ne? Aber es war halt nie Thema irgendwie, das wurde auch nie besprochen. Und ich dachte dann auch so, ja, wenn da keiner drüber redet, dann ist das halt wohl so normal, ne? Man nimmt das ja auch wieder an, was einem da gespiegelt wird von außen oder vorgelebt wird, ne? Und das da neue Strukturen reinzubringen. Das Neues zu kultivieren, was uns begeistert hätte als Kind, das ist auch eine wichtige Aufgabe, das nicht zu vergessen. Ich glaube, ich habe mich als Kind relativ alleine gefühlt, weil sehr wenige Menschen versucht haben, mir auf dieser Ebene zu begegnen, also auf meiner Ebene zu begegnen. So, ich habe das, Unverstanden vor allem, ne? ja, ich habe das Ja. Gefühl gehabt, ich habe immer nur nach oben geguckt. So. Und meine eigene Geschichte war quasi in dem Sinne egal. So, du bist immer irgendwem hinterher, hast immer von oben, wo das übergangen quasi und Ja, aber ich ist merke doch es auch geil. jetzt schon. Da hast du früher immer nur hochgucken müssen und jetzt mittlerweile guckst du runter. Also, Hans, guck ja, in die Luft. jetzt gucke ich Ja. runter und sehe meine Tochter und ich merke auch manchmal, wenn sie nach Aufmerksamkeit kämpft, so, ne? Und es ist immer ein schmaler Grat. So, weil klar, wenn die Erwachsenen reden, ne? Und sie kann ja nicht immer sofort Instant Attention einfordern, sobald sie irgendeine Idee im Kopf hat, so. Aber du willst ja auch nicht einfach ignorieren oder so oder ihr das Gefühl geben, dass sie immer härter kämpfen muss, damit sie irgendwann gehört wird und so. Das ist alles ein bisschen tricky. Das ist ganz wichtig, finde ich, im Umgang mit Kindern auch, aber sowieso im Umgang mit jedem Menschen, volle, ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, wenn man gerade über irgendetwas spricht und nicht mit dem Handy in der Hand oder nebenbei noch was gucken oder was auch immer macht. Einfach voll da sein, voll in dem Moment sein, voll im Austausch sein, ein gemeinsames Feld aufbauen, darin auch kommunizieren, nicht nur verbal, sondern wirklich auch da sein und dann ergibt sich das auch schon. Und wenn dann solche Situationen, wie du gerade beschrieben hast, entstehen, wo man dann mit Erwachsenen sich unterhält, das Kind will, 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 kann man auch sagen, ich weiß, dass du da bist, ich höre dir auch gleich zu, ich führe noch kurz dieses Gespräch zu Ende, ich bin sofort für dich da, einen Moment. Das kann man ja auch kurz so handeln. Ne? Diese ungeteilte Aufmerksamkeit ist auch eine Sache, die bei mir auch lange verschüttet war, muss ich sagen.
durch diese ganze Triggerei aufwachsen mit Fernsehen, Konsole hier und da, Musik hören, alleine auch sowas schon nebenbei, ist auch schon ein gewisser Punkt, der ihn ablenkt. Ja, meins. Einfach familiäres Umfeld, so, ne, dass die Kids eingebettet sind, also ich merke ganz krass, wie meine Mutter auch gemerkt hat, wie wir mit ihr umgehen und wie unterschiedlich das dann doch ist von der Art und Weise, wie sie mit uns umgegangen ist. Und sie geht jetzt auch anders, selbstverständlich anders mit ihr um, als sie mit uns umgegangen ist. Aber vielleicht geht sie auch, ja, inspiriert auch von der Art, wie wir mit ihr umgehen, dann mit ihr um. Ich weiß nicht. Diese Energien von Schmerz und Trauer und so weiter, die sind halt so tiefgehend, die können über ein Leben lang andauern halt und auch sich über Generationen ziehen. Und wenn wir es schaffen, jetzt innerhalb von einer Generation da schon einen kompletten Switch hineinzubringen, dann ist doch schon was Gutes getan. Es geht ja vor allem auch darum, genau die Dinge, die bei uns jetzt, worüber wir auch jetzt einige Punkte angesprochen haben, die uns als Kind so unbegreiflich erschienen, einfach, wie kann das sein? Oder die man auch, ne, dann einfach akzeptiert, weil man sich selber nicht anders erklären kann. Oder dann denkt, ja, da bin ich wohl falsch in meinem Wahrnehmungsgefüge irgendwie. Da muss das ja so sein, wie es mir dargestellt wird. Das einfach den Kindern auch mal darzustellen, eine andere Perspektive zu bieten oder auch das Vertrauen, glaube einfach an das, was du selber wahrnimmst und äußere das auch so. Und da fällt mir eine witzige Gelegenheit auch ein, bei dem Beispiel, was du gerade auch noch angesprochen hast, dass da hat meine Mutter meinen Kleinen mal nach Hause gebracht und da standen sowohl eine Ampel da irgendwo da vorne oder auf jeden Fall unterwegs im Verkehr war es, im Sommer auch, Cabrio offen gehabt und da war auch die Scheibe und da hat sich auf jeden Fall ein anderer Autofahrer total aufgeregt über irgendwas, Vorfahrt genommen oder weiß ich nicht, was, oder Ampel wurde rot, auf jeden Fall hat er da rumgeschrien und meine Mutter sagte dann zu meinem Sohn auch so, guck mal, warum regt er sich denn jetzt schon wieder so auf? Ach, weißt du, Oma, der ist einfach mit sich selber unzufrieden und weiß nicht, wie er das jetzt machen soll, äußern soll. Deswegen schreit er so rum. Und da hat sie mir später erzählt und war davon total fasziniert, dass er sowas halt erzählt. Damit, weiß ich, wie alt war er da? 7, 8 oder so. Jetzt ist er 8,5. Im letzten Jahr. Ne, und sag ich, ja, meinst du, der lernt nichts bei mir? Ne, das sind ja auch so Sachen, die ich ihm da auch vermitteln will. Wenn Leute rumschreien, unzufrieden sind, sind sie meist mit sich selber unzufrieden und versuchen das nur irgendwie nach außen zu kommunizieren, weil sie selber das bei sich selber nicht wahrhaben wollen, nicht erkennen wollen. Ne? Und ja, einfach mal da reingehen und dann den Kindern auch, wie gesagt, eben genau diese Perspektive auch mitteilen. Ich denke mal, das bietet dann auch schon viel Raum für Neues. Voll. Ja, wir lernen viel von denen und die von uns. Das ist schön, wenn es ein Geben und Nehmen ist und nicht einfach nur ein Bestimmen. Also. Letzten Endes merke ich, dass es in unserer Familie so ist, dass, nee, ich sag nicht nur in unserer, ja doch, ich sag in unserer Familie, dass die Generationen wieder ein bisschen mehr zusammenkommen. So nicht nur von dem, ich sag mal, von der üblichen Eltern-Kind-Beziehung, sondern mehr in die Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Und ja, ich bin gespannt, was sich da ergibt, denn auf der Suche nach Heilung sind wir, glaube ich, alle. Und ich glaube auch nicht, dass, also es liegt ja in der Natur der Sache, dass diese Prozesse immerhin, egal wie abgedroschen es klingt, Wachstumschancen sind. Und ich glaube auch, dass die aktuelle Zeitqualität jetzt gerade dieses Familien wieder zusammenführen und auch auf epigenetische Heilung wirklich da bringen, über langfristige Traumata, die durch Kriegserfahrung oder was auch immer gekommen sind, dass jetzt gerade die Zeitqualität sehr gut dafür scheint. Aber dann wieder von anderer Seite, zum Beispiel durch so ein C-Thema, dann wieder bist du geschlumpft, bist du nicht geschlumpft, weißt du, oder der und der dafür dagegen, dann wieder diese Spalterei dazwischen gesetzt wird. Und da dann dem auch ein bisschen Sand ins Getriebe gestreut wird. Aber ich glaube, so viel Sand können die da gar nicht reinhauen, wie wir an Liebe haben. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es wird immer so dargestellt, als wäre es so die überwältigende Mehrheit und als wäre man voll der seltsame Absonderling, wenn man ein bisschen anders tickt als der Common Sense irgendwie. Und ich glaube, das ist nicht so. Also entweder besteht Deutschland zu 40% aus in ihren Häusern vor sich hin vegetierenden Rentnern irgendwie, die keiner mehr je zu Gesicht bekommt.
Oder das Land ist deutlich, deutlich diverser, auch vom Mindset her, als ich bisher angenommen habe. Ich glaube, hier ist schon sehr viel, hier findet sehr viel auch simultan statt, von dem man vielleicht gar nicht so viel mitbekommt, was aber äußerst spannend ist. Ja, sehe ich genauso. Also wir sind nicht an kurz vor dem Punkt, wo sich eine besondere Sache zuspitzt, sondern wir sind kurz vor dem Punkt, wo quasi alle Sachen sich zu ihrem Höhepunkt hinsteigern und das dann so einen Knalleffekt gibt. Ja. Das wird dann ähnlich wie so eine Neonröhre von dem einen auf den anderen Moment anspringen und uns erleuchten. Ist auf jeden Fall super spannend und ich hatte schon lange das Gefühl, dass ich hier irgendwas Aufregendes gebucht habe mit diesem Leben und es scheint sich jetzt langsam aber sicher zu bewahrheiten, dass es ja auch eigentlich alles, was ich mag, so ein bisschen dieser düstere Humor, ein bisschen Groteske, ein bisschen Sci-Fi, es ist eigentlich der perfekte Total Recall. Ja, So. schon eine sehr aufregende Menschenerfahrung für ein Bewusstsein hier, ja. Das Tutorial hätte man ein bisschen kompakter gestalten können, eventuell, aber alles braucht seine Zeit, ne? Ja, es stimmt. Ist Die ja absolut. dahinterliegende Intelligenz wird sich schon was dabei gedacht haben. Learning by doing. Das finde ich auch so krass, dass Menschen, keine Ahnung, wo diese Matrix herkommt. So, ne? Weil das menschliche Gehirn ist ja so entwicklungsfähig, ob du als Eskimo aufwächst oder als Kind in Afrika oder du könntest auch in einer Hyperzivilisation irgendwo am anderen Ende der Galaxie aufwachsen, in einer Zivilisation, die schon 500.000 Millionen Jahre weiter ist und dein Gehirn würde es trotzdem bringen. So. Du wärst allem gewachsen, was da auf dich zukommt, und es würde einfach mitwachsen. Du würdest einfach da reinwachsen. Das Das ist so Gehen ist immer krass. dazu ausgelegt, eine re möglichst realitätskonforme Darstellung des Seins zu bieten. Das merkt man ja auch an den Adaptionsfähigkeiten. Ich meine, zum Beispiel kennst du das Prinzip mit der Augenumdrehung, dass bei Neugeborenen, ich glaube im ersten halben Jahr oder so, sieht man ja normalerweise alles auf dem Kopf aufgrund der Sehnerven und wie das so umgedreht ist. Und es gibt ja so bestimmte Brillen, mit denen kann man das auch wieder umkehren, ne? Und wenn man die so ein paar, weiß ich, ein paar Wochen oder so trägt oder ein paar Tage, dann schaltet das Gehirn um und sagt: Moment mal, das ist keine authentische Menschenerfahrung. Ich muss das anpassen, dass das Individuum das wieder so als Ich-Erfahrung darstellen kann. Zack, dann wird das umgedreht, ne? Also es wird, das ist bestrebt immer, das Gehirn ist bestrebt, die Erfahrung dementsprechend anzupassen, wie das Feld es gerade fordert, oder? Ne? Ist sehr interessant, ne? Menschenähnlich wie möglich. Eben. Ja, und wenn du diese Brille dann wieder abnimmst nach diesem Prozess, dann muss das Gehirn erstmal, dann siehst du erstmal das auf dem Kopf und dann muss das Gehirn wieder ein paar Tage umstellen. Ne? Aber es will dir diese Erfahrung so echt wie möglich gestalten. Das steht fest. Das ist phänomenal. Ist das denn Gnade oder ist das, ja, ich glaube, es ist Gnade. Das Leben, Alter. Ja, ist das so? Am Ende hast du es gebucht und ich glaube, Ja, dass. und wenn du was selbst auch wissen willst, so, ne, sehen wir jetzt mal an, du hast eine Matheaufgabe in der Schule und willst das lösen. Und dann kommt einer und sagt, so und so, schreib dir die Lösung hin. Du bist sauer auf denjenigen, dass er dir die eigene Erfahrung genommen hat. Ja. Da kommt auch deine Wissbegierigkeit an, ne? Wenn du es selber wissen willst, dann vielleicht ja. Aber wenn du nur den Ansprüchen Nee. gerecht werden möchtest, die dir vorgesetzt werden, ja, danke, das für die Lösung hier, bitteschön, ich bin raus aus der Nummer. Ne? Das bedarf es, um gewisse ja, Abläufe verstehen zu können. Wenn du immer Klar. nur von A nach B springst und nie den Weg kennengelernt hast, dann Ich bin da voll fehlt auf dir deiner das Seite Verständnis. und sehe das auch genauso. Nur ich kann auch verstehen, jetzt nur angenommen bei so einem Test in der ähnlichen Form zum Beispiel, ne? Da bist du auch froh, wenn du abschreiben kannst, wenn du nicht gelernt hast. Aber es bringt dir selber nichts. Du hast davon Er ist nichts für dich diese selber, was du deinem kurzfristige Alltag anwenden kannst. Du kannst nur Oberflächlichkeit. diesen kurzen Moment halt überbrücken. Genau. Das ist die vom System gewollte Kurzfristigkeit und so weiter, die ich nicht mitgehe. Ich lese lieber ganze Bücher statt Insta-Stories oder so. Ja, oder auch dieses schnelllebige TikTok jetzt, wo, boah, also was da jetzt auch reinkommt, krass. Erstens, womit die ganzen Menschen
sich identifizieren und mit welchen Energien, also was sie da benutzen und womit die rausgehen, finde ich schwer. Und dann auch noch dieses, ja, von einem zum nächsten springende und nie den ganzen Zusammenhang verstehen. Das Ein Riesenexperiment, sowas wurde in der Form noch nie mit Gehirnen gemacht, ja. Und es ist spannend so. Allein die Einführung der PlayStation hat auf materieller Ebene krassen menschlichen Exemplaren geführt, so. Wo einfach im Gehirn die Daumenkoordinationszentralen so krass ausgebildet waren wie nie zuvor bei irgendeinem Menschen. ja, oder auch so komplett So. andere Denkprozesse, Ja, Informationsverarbeitungsstrukturen, klar. Basisannahmen, die in nie vorher da gewissem Maße ausgelebt werden und dadurch auch ganz neue Spezialitäten hervorbringen können, natürlich. Ja. Für Ja. neue Probleme, die es auch so vorher nie gab, oder neue Ja. Fragestellungen, neue Komplexitätsstrukturen mit neuen Ebenen. Ich glaube, wir hatten das eben schon, ne? Egal was, falls es die überhaupt gibt, wollen und planen. Und sind Prozesse, die überschaut keiner, niemand. Da wird. Ich glaube, es findet so eine immer weiter zunehmende Diversifizierung, des Bewusstseins statt. Das fächert sich so komplett auf und in alle Richtungen der Dualität. Und genauso wie du irre Sci-Fi, die Geschichten sind eigentlich auch alle schon geschrieben. Sie laufen bei Amazon, sie wurden in Büchern geschrieben, sie sind im Bewusstsein schon die ganze Zeit da. Und das wird sich jetzt alles einmal manifestieren von der heftigsten Das tut es, ja. Technokraten-Dystopie über die schönsten Wald- und Kindergeschichten und Utopien. Wird jetzt alles gleichzeitig wahrscheinlich sich Ja, eben. manifestieren und wahr werden. So. Ich bin sowieso der Überzeugung, oder ich sag mal so, ich kann mir gut vorstellen, dass alles, was sich jemals irgendein Bewusstsein vorstellen konnte oder kann wird, auch auf irgendeiner Ebene existiert. Muss jetzt keine unbedingt materielle sein, aber es existiert auf jeden Fall. Ja, In es einer ist gewissen da. Form, in einem Feld, in einer Informationsstruktur, Genau. in einer Daseins, Ja. Und in einem Dasein. Ja. alles, was auf der Ebene, da ist, beziehungsweise gesehen wird oder resoniert auf einmal, hat die Tendenz, sich im Schicksal, in der Materie irgendwie zu verwirklichen. Das ist, glaube ich, das, was man beobachten kann. Die Frage ist nur, wie viel Und Willenskraft du reinsteckst. ja, ich glaube, Willen ist nicht die einzige Kraft, ne? Aber es ist so ein Input, den du geben kannst, ein Fokus, den du setzen kannst. Und dann passieren andere Dinge, als wenn du den Fokus nicht gesetzt hättest. So. Genau das wollte ich sagen. Wenn wir uns das so vorstellen, dass die Matrix oder das Kontinuum des Seins quasi dem wahrscheinlichsten Verlauf der Dinge folgt, dann ist die Willenskraft die Energie, die die Wahrscheinlichkeit aushebelt und unwahrscheinlichere Dinge möglicher werden lässt. So habe ich es auch verstanden. Ja. Also die Intention, der Wille, die Intention. Und ja, du kannst es ja ausprobieren. Es ist ja relativ offensichtlich. Und das geht dann so weit, dass du halt eventuell denkst, du könntest einfach nur an irgendwas denken und das verwirklicht sich dann. Und dann merkst du, dass es so einfach dann halt doch nicht ist. Ja. Dann fehlt auch noch die Umsetzung des Verwebens in die Materie von dieser Vorstellung. Ja, und ob es überhaupt passt, ob es stimmig ist oder ob du mit dem, was du manifestieren oder materialisieren willst, irgendetwas verknüpft hast und dir irgendetwas davon hoffst, irgendeine Leere damit füllen willst, die sich dadurch gar nicht füllen lässt. Und wo Genau. du dann am Ende merkst, wenn du es hast, so, oh ja. Jetzt habe ich es und ich bin immer noch so gearscht wie vorher. Irgendwo muss dein eigener Wille auch mit dem Umfeld angepasst sein, sonst geht es nicht in Resonanz. Ja, und ich glaube, wir sind alle gut damit beraten, glaube ich, wenn wir uns selbst immer wieder hinterfragen und bei allem, was wir gerade wollen und machen, uns immer mal wieder fragen, warum eigentlich?
Warum will ich das jetzt oder warum drücke ich hier so viel Energie rein oder warum ist mir das so wichtig und Warum und wofür? ja. Und welcher Teil von mir? Genau. Ja, was ist die Motivation hinter der Motivation? Und dann kommt dann, also bei mir kam ganz oft raus so, ach ja, eigentlich ist das Unsinn. Und So, meistens ist es ich Gewohnheit. Ja, ich brauche niemanden stolz zu machen. Ich muss mir nichts verdienen. Ich muss nicht gesehen werden zwangsläufig oder dies und das. Ich muss es nicht gut machen. Ich muss es nicht perfekt machen. Aber du musst deinen eigenen Vorstellungen von einem Leben gerecht werden. Also, Ja, oder kennt ihr dieses schöne wenn Bildnis? ich. Es gibt nur zwei Menschen, oder es gibt, ja doch, es gibt nur zwei Menschen, denen man etwas beweisen muss. Wisst ihr, welche das sind? Ja, sowas kennt ihr schon? Du selbst und der Typ vorm Spiegel, oder? Nee. Also einmal dein achtjähriges Ich, das voller Erwartungen in die Zukunft blickt und gucken und so viel Vorstellungspläne und Zukunftsvision hat, was aus dir alles werden kann und was du alles willst und für Träume hast. Und dann einmal dein 80-jähriges Ich, was zurückguckt und dann auch wirklich reflektieren kann mit der Erfahrung, was du hättest anders machen können. Diese beiden. Ja. Ja, in der Form auf jeden Fall. Du bist immer nur mit dir selbst konfrontiert, also mit dir und deinem Gewissen und ja. Ja, einmal mit deinem Vorstellungsvermögen und einmal mit deiner Reflexion auf dein Leben. Ja, das meintest du eben, ne? Was ist, wenn du gar keine Vorstellungen davon hast, was du mit deinem Leben machen willst? Weil du meinst, du willst ja deinen Vorstellungen vom Leben gerecht werden. Es gibt Menschen, die haben. Die wissen gar nichts. Die sind völlig lost in dem Moment und ja. Dann kennen sie ihre Vorstellungen nicht. Dann ist das Ja, im komplett Hintergrund. zugekleistert oder mit sich selber mit so einer, ich sag mal, so einer schwarzen Folie eingewickelt und voll verschlossen. Und wenn du da so ein Ja. bisschen mal ein Loch einpiekst und guckst, guck mal, hier kommt Licht rein, ah, sofort Panik und Ja. irgendwie Trigger und hier und da, ne? Das ist schwierig bei manchen Menschen. Das sind halt diese Traumata, die da drüber liegen. Über jedem. Oder nicht über jedem, aber über vielen immer noch. Aber wie wir es auch eben schon hatten mit den Bewusstseinserweiterungen und so, die man mit Drogen sich zuführen kann. Drogen ist so ein Wir, böses Wort. ja, aber es wird von der Gesellschaft so genannt. Wir müssen aufpassen, was wir da alles vermitteln, weil durch unsere eigene Erfahrung wir da schon eine Vorstellung von haben. Wir Leuten, die diese Erfahrung noch nicht haben, aufgrund unserer Beschreibung und so weiter, die sich daraus ihr Bild malen, wo sie noch keine Erfahrung von gemacht haben. Und Ich da glaube, ist wir halt. machen das sehr verantwortungsvoll. Ja. Ja, ich denke schon, weil wir sehr offen und detailliert darüber sprechen, oder? Meinst du, das reicht schon? Ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch dabei, dass wir auch dann nochmal Rücksprachemöglichkeiten bieten, wenn Leute wirklich Interesse an gewissen Themen haben oder weiterführende Fragen haben, dass man da auch nochmal angeschrieben werden kann und pass mal auf, so und so, ich habe das und das gehört, was hat das da und damit auf sich oder kannst du mir da und da weiterhelfen oder ein bisschen mehr Informationsmaterial zur Verfügung stellen, dass man da auch Ja. nochmal Resonanzfläche bietet. Ne? Das ist, glaube ich, auch ganz, Voll. ganz wichtig, halt nicht nur irgendwelche Sachen in den Raum zu schmeißen und zu sagen, hier, ich habe recht, weil keiner von uns hat recht. Für mich scheint das jetzt aus meiner jetzigen Perspektive vielleicht ganz stimmig zu sein, was ich hier von mir gebe, aber in 5 Jahren kann das vielleicht schon ganz anders aussehen. Und da einfach immer im Laufe der Zeit zu sein und ja. Und das auch genau von anderen auch erwarten, natürlich eine gewisse Eigenverantwortung mitzubringen. Ich meine, das ist dann wieder hochgegriffen, weil wer hat die schon hundertprozentig diese Eigenverantwortung? Irgendwo sind wir immer noch teilabhängig von irgendwelchen Punkten oder Leuten oder Systemen oder Versorgungsinstrumenten. Aber den Leuten die Informationen da bieten, darlegen für die Entwicklung, Möglichkeiten, die sich bieten und Ja, da sein, also wenn man gebraucht wird. wir bieten hier bei uns auf jeden Fall den Raum um für Integration. Wir machen das in meine Freundin, die hat eine Naturheilpraxis und bietet halt auf psychotherapeutischer Ebene an, solche Erfahrungen zu integrieren und zu begleiten über einen längeren Zeitraum.
Und ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Und abgesehen davon sind halt Räume gut und davon entstehen gerade auch immer mehr, wo man sich einfach austauschen kann, wo man vielleicht gemeinsam auch gewisse Felder erschafft mit einem kleinen Ritual, mit einer Kakaozeremonie oder irgendwas, wo man dann über seine Erfahrungen reden kann und sich austauschen kann oder auch ein bisschen Prozessarbeit bei dem ein oder anderen Rappé dann machen kann. Sowas in die Richtung. Das ist schon gut, das ist heilsam und ich merke, dass es da auf jeden Fall auch sehr viel Nachfrage für gibt oder sehr viel Interesse dran gibt. Auf jeden Fall ein stetig wachsendes. Ja, voll. Und deshalb finde ich es auch umso wichtiger, da verantwortungsvoll mit umzugehen, weil, ja, wie bereits gesagt, da auch einiges passiert, was nicht cool ist und immer wieder Leute quasi in der Form auf der Strecke bleiben, dass sie ihre Prozesse nicht angemessen begleitet bekommen und dass sie sich hin und wieder alleine fühlen oder noch Traumata aufschichten durch die Erfahrung mit diesen Mediziners. Ja, ich denke schon, das ist ein Gefühl von nicht unterstützt sein, was sich da einstellt und man deshalb dann auch den Kontakt zu seinem Umfeld verliert. Ja, ich sage einfach mal so, wenn du einen Schamanen hast, der sagt, ich mache hier Veranstaltungen, komm irgendwo hin, Holland oder keine Ahnung was, und wir machen hier so ein Retreat und wir sind eine Nacht hier und machen das eine Nacht und dann ist er vielleicht nur alleine mit noch jemandem, vielleicht lässt er die einfach. Ne, es gibt das, man sagt, es gibt so zwei Herangehensweisen. Die einen sagen viel mit Begleiten und Trommeln und Berühren, wenn erlaubt, so ne, mit Reden, so einfach begleitet, therapeutisch begleitet. Und es gibt diesen rein in den Kopf und die Medizin macht. So, lass die Medizin machen, so, ne? Und ja. Das ist dann, wenn du einmal da durchgehst und danach ist der Schamane für dich nicht mehr ansprechbar, nicht mehr erreichbar und du hast niemanden, mit dem du das, was dann in, weil da wird etwas in Gang gesetzt. Das ist nicht ein Erlebnis, das fängt an und das hört auf. Das ist etwas, das setzt etwas in Gang und das arbeitet wirklich eine Weile und es braucht einfach, eine Form der Integration oder irgendeine Form von Korrespondenz, die währenddessen stattfindet, eine Begleitung. Sonst ist es nicht cool. So kann ich wirklich so sagen. Da werden komplett neue Bewusstseinsräume geöffnet. Das ist so, wie wenn man jetzt ein Game zockt, man hat eine neue Map gefunden, aber die ist noch komplett geschwärzt, aber man kann darauf zugreifen. Und dann stochert man da irgendwo rum und da können goldene Punkte liegen, irgendein Goldschatz oder so, aber da können plötzlich auch eine Schlange rausspringen oder irgendwie ein Treibsand sein. Und da halt irgendjemanden reinzuschicken, einfach in diese schwarze Karte, wo noch nichts erforscht ist und dann auch ohne Rückfragen und ohne irgendwie Sicherheiten, während das jetzt das neue Gebiet freigeschaltet wurde sozusagen, ist das schon sehr gefährlich. Oder Voll. gefährlich schon, doch auch, kann man auch Es sagen, kann aber einfach ins Auge gehen. genau, man sollte da auf jeden Fall jemanden auch dabei sich haben, der im besten Falle ähnliche Prozesse schon selber durchgemacht hat, wobei die sich natürlich bei jedem immer etwas unterscheiden, aber wo man auch, wenn man mal irgendwie Fragen hat, vielleicht jetzt keine Antwort bekommt, aber zumindest wo einem zugehört wird und wo man verstanden wird und ohne Verurteilung einfach erstmal angenommen wird mit dem, was man da gerade erlebt Voll. oder im Kopf hat. Wahrscheinlich Und reicht das schon voll aus, ja. meine Freundin, die ist da wirklich sehr aktiv und die hat einen Integrationszoom, den sie auch regelmäßig macht. Ich glaube, sie macht es tatsächlich einmal die Woche und es sind immer Leute da drin und da die bauen einfach ein Feld auf und selbst wenn es passiert ist, kannst du Hilfe bekommen dann bei ihr, ne? Das ist dann ist es halt passiert, dann hast du wieder etwas, mit dem du arbeiten kannst, aber um diese Arbeit kommst du halt nicht drum rum. So, das muss einmal für Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Das muss einmal begleitet werden und dann muss man einmal da durch und dann, ja. Also das klingt auch schon wieder so, man muss nicht da durch. Man muss ihm einfach Aufmerksamkeit schenken, es anerkennen. Und ja, das geht gut mit Begleitung. Ja, einfach facen, also sich das auch angucken, was einem da entgegentritt. Ja. Ja, Und voll. nicht weggucken.
Ja, und einfach auch Hilfe dabei zu haben, das einzuordnen irgendwie, ne? Zu wissen, genau das ist da, wenn da Situationen der Angst entstehen oder der Panik, dass jemand hinter dir ist, der dich hält einfach, der dich auffängt. Das ist ganz wichtig. Und es kann halt jederzeit passieren. Das finde ich auch, ich finde, das sollte man auch nicht, das ist ja so, wie ich eben sagte, es gibt Situationen, da rede ich über bestimmte Themen und ich merke schon, wie mein Bewusstsein sich shiftet und ich in diesen Raum gleite und Energien sich lösen wollen. Und wenn du nicht weißt, dass das Teil des Heilungsprozesses ist, also wenn du nicht weißt, dass es ein Heilungsprozess ist und dass es darum geht, sich eben auch diesen Ängsten und Themen zu stellen und das ist sehr, ja, wie sagt man es, sind das so Grenzerfahrungen? Das sind ja Die absolute würde ich schon sagen, ja. Grenzerfahrungen. Ja. Man muss halt alles in seinem Leben irgendwo einordnen. Und na klar, da gibt es dann alle Faktoren, die hier auf der Welt stattfinden. Und dann gibt es aber auch noch das ganz Große. Einordnen würde ich jetzt sagen, vielleicht das Einordnen genau rauslassen, also nicht probieren, es irgendwie in die sicher geglaubten vorher gekannten Kategorien einzuordnen, sondern ein komplett einordnungsfreies neues Spektrum von diesen Erfahrungsmöglichkeiten aufzumachen. Einordnungen können ja nur im Verstand stattfinden. Die andere Anteile von dir sind ja gar nicht in der Lage, irgendetwas in der Art einzuordnen. Die nehmen ja mehr wahr. Wobei später, wenn man wieder im rationalen Menschenbewusstsein ist, dann muss man das ja irgendwie dann doch einordnen wieder, ja. Da hast du schon recht, aber das dann wertungsfrei von diesen sicher geglaubten vorherigen Kategorien vielleicht, ja. Da habe ich das eingeordnet. Vielleicht habe ich das eingeordnet. Ich versuche auf, also ich kriege ja Botschaften also ich kriege ja Tipps, was ich in meinem Leben besser machen kann eigentlich so. Oder wie ich ein Leben leben kann, in dem ich meiner wahren Natur immer näher komme oder sogar aus meiner wahren Natur heraus lebe. Und ja klar. Oder Tipps, wie ich gesund werde. Also du kriegst es ja einfach so einen Zugriff auf so viel nützliches Wissen auch. Klar, also irgendwie muss es integriert werden und wahrscheinlich auch auf Verstandesebene. Wobei der Moment an sich und das, was da wirklich passiert, glaube ich, für den Verstand niemals greifbar sein wird. Der Ja. kriegt so sein Resümee, aber was da wirklich passiert, das kann er nicht wahrnehmen, das kann er auch nicht begreifen. Eben, da kommen dann wieder so Einordnungsreflexe raus, wie ich gerade das Einordnen vom Sebastian einordnen wollte, weißt du? Das war doch wieder nur Ich würde gern auch Verstandessache noch mal über das Wort einordnen reden, so, ja. weil ich meine damit nicht, das in die passende Schublade zu stecken, das Einordnen, sondern ich meine damit, dass etwas noch nicht in Bezug gestelltes, ja, irgendwo ja seinen linken und rechten Partner gezeigt kriegt. So, das Ja, ist. verstehe. Einflechten in die dritte Dimension. Ja, da sind Ja, wir das uns ist, jetzt ich glaube, einig. das ist das, was ich integrieren nenne, was du meinst mit dem Einordnen. Ja, aber cool. Jetzt haben wir allein schon mit Einordnen, Integrieren und so einen Raum aufgemacht, dass sich, glaube ich, jeder jetzt da ein Bild von machen kann. Ja. Einflechten ist auch gut für. Danke für die Einladung und lasst es euch gut gehen. Ich werde den Abend auf jeden Fall noch genießen. Ich gehe jetzt noch zu meiner Cool. Frau. Georg, Gönn mein dir. Freund. Schönen Und Abend. vielen lieben Macht's Dank. gut. Ciao. Ciao, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Wir sind die Lehrer der Menschheit, die alten und die neuen Meister. Wir teilen unsere Weisheit und machen euch das Leben etwas leichter. Wir reden von Liebe und deiner inneren Tiefe und wollen, dass ihr unseren Worten dahin folgt, wo sie hinführen. Sagen, wenn euch dieser Moment nicht genügt, dann wird euch nie einer genügen. Sagen, solange ihr euch nicht lebendig fühlt, lebt ihr gefangen in illusorischen Gefügen.
Aber keine Angst, wir sind bald da. Keine Angst, wir sind bald da. Keine Angst, die Wände naht. Ein neuer Anfang, neuer Start. Wir sind die Lehrer der Menschheit, die Alten und die neuen Meister. Wir teilen unsere Weisheit und machen euch das Leben etwas leichter. Sagen, hört auf euch zu beklagen, gönnt euren Kopf ein wenig Ruhe. Vergesst mal all eure Gedanken und eure alltägliche Suche und nehmt an, für einen kleinen Moment habt ihr alles gefunden. Vergesst kurz alles, was ihr kennt und seid mit unserer Quelle verbunden. Ihr, keine Angst, wir sind bald da. Keine Angst, wir sind bald da. Keine Angst, die Wände nahen. Neuer Anfang, neuer Start. Wir sind die Lehrer der Menschheit, die Alten und die neuen Meister. Wir lehren seit der Steinzeit und erwecken eure Lebensgeister. Wir befreien ganze Völker und zeigen ihnen das Licht der Welt. Zeigen euch einen neuen Körper, einen von lebendem Licht erhellt. Sagen, befreit euch von der Haptik, davon, wie ihr auf andere Menschen rabblickt. Sagen, lasst los, was ihr befürchtet zu verlieren, und schaut, was passiert. Kommt zu mir. Keine Angst, wir sind bald da. Oh. Keine Angst, wir sind bald da. Keine Angst, die Wände naht. Ein neuer Anfang, neuer Start.